Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Bauer zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Alle Vorredner haben das mehr oder weniger deutlich zum Ausdruck gebracht angesichts dieser hervorragenden Zahlen. Wir sind sehr dankbar für die hervorragende Arbeit unserer hessischen Polizei, und wir Christdemokraten sind stolz wie Bolle auf das, was in diesem Land von den Polizistinnen und Polizisten geleistet wird. Und es gibt verschiedene Gründe dafür, warum diese Polizei so hervorragend arbeitet. Nie gab es mehr Polizei, nie war sie besser ausgestattet, und nie gab es eine bessere Rechtsgrundlage, um die Polizei überhaupt in die Lage zu versetzen, dass sie diese gute Arbeit leisten kann. Und, meine Damen und Herren, das fällt natürlich nicht vom Himmel. Wir setzen seit Jahren die richtigen Rahmenbedingungen dafür. Und der Misserfolg hat bekanntlich viele Väter. Und der Erfolg ist ein Waisenkind. Der Erfolg dieser Polizeiarbeit in Hessen hat aber einen Namen, und er trägt den Namen dieser CDU-geführten Landesregierung, meine Damen und Herren. Und es sind doch alte Rituale, dass, wenn es schlecht läuft, der Innenminister immer daran schuld ist. Und wenn er mal hier stolze und erfolgreiche Zahlen vorlegen kann, dann muss man auch mal dem Innenminister Dankeschön sagen, dass dieser Organisationskörper mit fast 15.000 Polizistinnen und Polizisten diese stolze Bilanz vorlegen kann. Das zeigt doch, dass von Volker Bouffier über Boris Rhein bis hin zu Peter Beuth hier eine wunderbare, gute, erfolgreiche politische Führung erfolgt ist, damit die Polizei überhaupt in die Lage versetzt worden ist, diese Arbeit zu leisten. Von unserer Seite aus herzlichen Dank dafür. Und, meine Damen und Herren, es ist doch erfreulich, und Sie haben es ja mehr oder weniger auch selbst dargestellt, dass die Entwicklung in unserem Land in zweierlei Richtungen hervorragend ist. Wir haben zum einen einen Rückgang der Straftaten und eine Steigerung der Aufklärungsquote, und zwar deutlich. Das bedeutet, dass die Menschen hier in Hessen einen überdurchschnittlichen Sicherheitsstandard haben. Die CDU setzt seit der Regierungsübernahme 1999 die richtigen Rahmenbedingungen für diese erfolgreiche Polizeiarbeit. Die Gesamtaufklärungsquote hat einen neuen Rekordwert von 62,8 % erreicht und ist damit die beste Quote seit 1971. Das ist doch ein herausragendes Ergebnis, meine Damen und Herren. Und die Gesamtstraftaten sind um über 36.000 Fälle auf rund 375.000 Fälle zurückgegangen. Das ist der tiefste Wert seit vielen Jahren, seit 1980, meine Damen und Herren. Das ist eine herausragende Bilanz hier in Hessen, die hier zu verantworten ist und die man auch nicht schlechtreden darf. Meine Damen und Herren, ich möchte nicht über Zahlen streiten. Ich möchte deutlich machen, Zahlen sind nur abstrakte Größen. Entscheidend ist, was diese Zahlen eigentlich ausdrücken. Denn hinter diesen Zahlen stehen Menschen, und um diese Menschen geht es. Es geht um individuelle Schicksale. Hinter jeder verhinderten Straftat steht ein Mensch, der nicht geschädigt wurde. Und hinter jeder aufgeklärten Straftat steht ein Mensch, der nicht mehr nur Opfer ist, sondern auch die Bestrafung des Täters hoffen darf. Das ist es, was der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern schuldig ist, ein Leben in Freiheit und Sicherheit zu gewährleisten, meine Damen und Herren. Und wenn wir uns die PKS anschauen, dann gibt es erfreuliche Dinge wie die Straßenkriminalität, ein besonders bedrohlich empfundenes Delikt, das sich in den letzten 10 Jahren halbiert hat. Und die Aufklärungsquote hat sich in diesem Bereich fast verdoppelt. Das verdanken wir sicherlich einer verstärkten Polizeipräsenz auf den Straßen und auch dem Einsatz von Videoüberwachung. Meine Damen und Herren, nicht ohne Grund investieren wir jedes Jahr 1,3 Millionen €, damit wir im Bereich der Videosicherheitstechnik die Kommunen besser ausstatten können, um für noch mehr Sicherheit auf Hessens Straßen zu sorgen. Aber der Erfolg gibt uns jetzt schon recht, dass das der richtige Weg ist, meine Damen und Herren. In einem zweiten Deliktsbereich haben wir Erfolge vorzuweisen. Es geht um die Wohnungseinbruchsdiebstähle, ein besonderer Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit. Ein Einbruch in die eigenen vier Wände traumatisiert nahezu jeden, der davon betroffen ist. Einbruchsopfer sind immer physisch gezeichnet, wenn die Fenster und Türen schon längst repariert sind. Und deshalb ist das ein Schwerpunkt polizeilicher Arbeit, und deshalb unternehmen wir hier schon seit Jahren höchste Anstrengungen, um den Einbrechern und den organisierten Einbrecherbanden das Handwerk zu legen. Und wir haben dabei Erfolg, meine Damen und Herren, denn die Zahl der Einbrüche ist um ein Fünftel gesunken. Jeder zweite Versuch wird mittlerweile abgebrochen. Eine hohe Versuchsquote bedeutet nichts anderes, der Innenminister hat es gesagt, dass die Präventionsarbeit der hessischen Polizei wirksam ist und erfolgreich ist. Die Bürger leisten sich mittlerweile verstärkt einbruchssichere Türen und Fenster, und die Polizei setzt zur Aufklärung auch moderne Prognosesoftware ein, um den Verbrechern zuvorzukommen. Meine Damen und Herren,
Die CDU ist und bleibt die Partei der inneren Sicherheit. Wir haben Hessen nachhaltig sicherer gemacht. Wir reagieren auf neue Entwicklungen. Wir haben die Polizei massiv gestärkt. Wir sorgen für technische Innovation und moderne Ausstattung unserer Polizei. Und noch nie gab es mehr Geld für die innere Sicherheit in Hessen als in diesem Jahr. Seit 1999 hat sich der Polizeihaushalt mehr als verdoppelt. Und diese Schwerpunktsetzung wollen wir auch über 2019 hoffentlich, wir arbeiten jedenfalls hart daran, weiter fortsetzen. Meine Damen und Herren, natürlich gibt es bei einem genauen Blick auch Bereiche, in denen wir besser werden müssen, Problemfelder, die man nicht verschweigen darf. Ich nenne nur drei exemplarisch. Natürlich sind wir nicht damit zufrieden, dass bei den Rohheitsdelikten es zu Zunahmen gekommen ist, dass wir verstärkt Körperverletzungen haben. Natürlich ist es besorgniserregend, dass die Kriminalität bei unter 21-Jährigen wächst im Bereich von Drogendelikten, Ladendiebstählen und schweren Körperverletzungen. Und es ist auch eine besorgniserregende Entwicklung, dass die straffällig gewordene Zahl von Kindern angestiegen ist. Aber insgesamt schmälert das nicht die herausragende Bilanz der polizeilichen Arbeit im vergangenen Jahr. Und eine weitere Entwicklung ist sicherlich auch erwähnenswert, wenngleich sie beschämend ist gegen den positiven Trend, den ich eingangs erwähnt habe. Es ist die zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamte. Die Gewalthandlungen sind gestiegen auf 3.512 Fälle. Die zunehmende Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten ist beschämend und inakzeptabel, meine Damen und Herren. Und deshalb macht es Sinn, sich über diesen Schutzparagrafen zu unterhalten. Ja, wer hat es denn erfunden? Wer hat es denn eingeführt? Wer hat es denn gefordert seit Jahren? Wir waren das. Unser Innenminister hat seit Jahren sich die Füße abgelaufen, weil wir seit 2015, seit den erschreckenden Exzessen um die EZB in Frankfurt, erkannt haben, dass es so nicht weitergehen kann, meine Damen und Herren. Der Bund hat schließlich die hessische Initiative aufgegriffen und im April 2017 endlich umgesetzt. Aber wir werden hier sicherlich auf eine weitere Verschärfung hinarbeiten. Vor wenigen Tagen gab es in Frankfurt eine Demonstration von Feuerwehrleuten und Rettungssanitätern. Sie haben dafür demonstriert, dass die Gesellschaft Menschen ächten soll, die Einsatzkräfte mit Gewalt begegnen und Pöbeleien entgegenbringen. Wir Christdemokraten demonstrieren schon lange gegen dieses asoziale Verhalten, und zwar mit unserer Schutzschleife, denn sie wurde als Öffentlichkeitskampagne im Rahmen dieser EZB-Krawalle in die Welt gesetzt und hat mittlerweile bundesweit auch schon Geltung bekommen. Meine Damen und Herren, es war schon immer ein Ehrenkodex, dass Feuerwehr und Rettungskräfte nicht anzugreifen sind. Doch das hat sich leider in den letzten Jahren zunehmend verändert. Verbale Attacken und körperliche Angriffe gehen auf viele Amtsträger hinaus. Das ist zum traurigen Alltag geworden. Aber angesichts dieser Entwicklung brauchen wir dringend eine Wertedebatte in Familien und Gesellschaft, damit deutlich klar wird, wir müssen solche Menschen ins Abseits stellen. Und deshalb ist es schon verwunderlich, wenn hier der Kollege von der Linksfraktion das Thema aufgreift, denn es ist auch ein Ausdruck von Wertschätzung, wenn man sich ganz klar davon distanziert, dass man dann auch nicht sagen kann, dass es um Sicherheit und Schutz von Polizeibeamten geht, wenn dann plötzlich man von Demonstrationskultur spricht, dass ein paar Eier eingepreist sind und dass Farbbeutel gegen Polizeibeamten eine Petitesse sind. Das geht schon einmal gar nicht, denn Gewalt fängt schon im Kleinen an, meine Damen und Herren. Wir brauchen eine Wertedebatte, aber wir müssen auch die Angriffe so sanktionieren, dass das abschreckt. Und wir müssen die Repräsentanten des Staates insgesamt besser schützen und dürfen dabei auch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nicht vergessen. Es ist zwar eine Erfolgsgeschichte, wenn ich auf die Bodycam zu sprechen komme, aber im Grunde genommen ein Armutszeugnis, dass man über so etwas sich freuen muss, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in ihrem Dienst zur eigenen Absicherung Videoaufzeichnungen mittlerweile standardisiert heranziehen müssen. Es ist trotzdem eine Erfolgsgeschichte, weil dieses Programm und dieses Projekt in Hessen entwickelt worden ist. Made in Hessen, das zeigt die Innovationskraft unserer hessischen Polizei, das mittlerweile andere Bundesländer übernommen, ja fast sogar kopiert haben. Wir diskutieren auch darüber, wie wir den Schutz von Polizistinnen und Polizisten sowohl in der individuellen Ausstattung wie auch bei der technischen Ausstattung weiter verbessern können. Und wir sind auch offen dafür, wenn es die GdP und andere Gewerkschaften fordern, auch über den Einsatz von Elektroschockern und Tasern nachzudenken. Das passiert ja schon. Das Überfallkommando des PP Frankfurts hat diese Distanz-Elektroimpulsgeräte schon seit Mai im Wirkbetrieb, seit Mai letzten Jahres. Und es ist mittlerweile auch auf das Revier in Offenbach ausgeweitet worden für den Streifenvollzug sind. Warten wir einmal die Ergebnisse ab, ob das ein weiterer Beitrag für mehr Sicherheit ist. Wir sind offen dafür, diejenigen besser zu schützen, die uns zu schützen, meine Damen und Herren. Das ist unser Ziel, und daran werden wir weiter hart arbeiten.
Ich fragte eingangs, was macht erfolgreiche Polizeiarbeit aus? Und natürlich ist in erster Linie die Frage, dass wir auskömmlich viel Polizei haben, das entscheidende Kriterium. Die Hessische Landesregierung hat beschlossen, dass wir im Jahr 2022 gut 1.500 Polizistinnen und Polizisten mehr haben als im heutigen Stand. Im Vergleich zu 2014 beträgt der Stellenzuwachs stolze 11%. Nie gab es mehr Polizei in Hessen als in diesen und in den kommenden Jahren, meine Damen und Herren. Und es ist doch ein deutlicher Beleg dafür, wenn der Staatssekretär in einer Pressemitteilung verlautbaren konnte, dass er im Einstellungsjahr diesen Jahres zum Februar, ich glaube, es waren 440, ich muss genau nachschauen, er hat 404 Studierende als Anwärter sozusagen begrüßt. Und es ist deutlich geworden, dass 25% dieser Anwärter aus anderen Bundesländern kommen. Das zeigt doch, wie attraktiv der Dienst in Hessen ist, dass Jugendliche und entsprechende Personen, die den Polizeidienst vollziehen wollen, zu uns nach Hessen kommen. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, und das wollen wir auch in Zukunft bleiben. Meine Damen und Herren, wir sind deshalb ein attraktiver Arbeitgeber, weil wir uns auch schon seit Jahren im Rahmen unserer Möglichkeiten um bessere Arbeitsbedingungen bemüht haben. 2016 wurden die Zulagen der DUZ angehoben. Wir haben eine Erschwerniszulage eingeführt. Wir steigern kontinuierlich die Beförderungschancen. 2016, 2017 gab es jeweils 100 Stellenhebungen. 424 Stellenhebungen sind in den nächsten beiden Jahren vorgesehen. Das sind 600 Beförderungsmöglichkeiten für mehr Karrierechancen der hessischen Polizei. Das ist eine gute Nachricht, an der wir weiterhin auch fast arbeiten wollen, dass es weitergeht. Wir haben bei den Überstunden Geld bereitgestellt, um diese auszuzahlen. Wir haben die Arbeitszeit reduziert auf 41 Wochenstunden. Wir haben mit dem Lebensarbeitszeitkonto ein Modell, das mittlerweile eigentlich eine 40-Stunden-Woche in Hessen Fakt ist. Wir haben seit 2018 die hessenweite Freifahrtsberechtigung, ein Erfolgsprojekt, um das uns viele andere beneiden. Das Ersparnis einer Jahreskarte von Frankfurt nach Wiesbaden macht bei einem Beamten von A8 auf A9 fast 5% vom Jahresbrutto aus oder entspricht in etwa der Beförderung von A9 in A10. Das sind, meine Damen und Herren, handfeste Dinge, die den öffentlichen Dienst und das Beamtentum in Hessen nachhaltig attraktiv machen. Darauf sind wir sehr, sehr stolz. Und, meine Damen und Herren, man kann nicht immer nur mehr fordern. Man muss auch eine Aufgabenkritik herbeiführen, dass man darüber nachdenken muss, wie können wir denn die Polizei weiter entlasten, um entsprechende sachfremde Aufgaben auch abzugeben. Wir müssen auch deutlich machen, dass wir im Bereich der Präventionsarbeit weitere Investitionen und Anstrengungen unternehmen müssen, damit wir Menschen vom falschen Weg abbringen oder auch dazu von abhalten, überhaupt auf den falschen Pfad einzutreten. Wir machen das sehr erfolgreich schon seit vielen Jahren, denn wir haben jede Form von Präventionsarbeit im Blick, und gerade auch bei der Extremismusprävention setzen wir bundesweit herausragende Maßstäbe. Wir haben die Mittel für Extremismusbekämpfung auf stolze 5,7 Millionen € gesteigert. Wir haben in Hessen mehr Geld für Prävention bereitgestellt als nie zuvor. Hessen ist das Präventionsland Nummer 1, und darauf sind wir sehr stolz, meine Damen und Herren. Und wenn man darüber spricht, dass man die Polizistinnen und Polizisten besser schützen muss, dann will ich doch noch eines sagen. Leider ist die Frau Faeser nicht mehr. Doch, sie sitzt da hinten. Dass ich noch einmal in Erinnerung rufen möchte. Natürlich schreckt es uns, wenn Polizisten im Dienst angegriffen worden sind. Aber der Schläger, den Sie genannt haben, der den Polizeibeamten krankenhausreif geschlagen wurde, ein Marokkaner, den haben wir doch ausgewiesen aus unserem Land, zurückgeführt nach Marokko. Und ich kann mich nicht erinnern, dass das von Ihrer Seite aus auf große Zustimmung gestoßen ist. Das muss der Wahrheit halber hier zumindest einmal festgehalten werden. Ich habe das höflich formuliert, ja, das stimmt. Meine Damen und Herren, wir brauchen gute Polizei, auskömmliche Polizei, gut motivierte Polizei und gut ausgerüstete Polizei. Und wir investieren natürlich auch seit vielen Jahren schon, und ich habe selten Klagen gehört, in die Verbesserung der Ausstattung unserer hessischen Polizei. Wir investieren in Aus- und Fortbildung, in die Modernisierung aller Einsatzmittel. Wir haben die Schnittschutzschals erneuert und bestellt, ballistische Schutzwesten ausgestattet. Und wir investieren über 8 Millionen € in den Waffenbestand der Polizei. Das sind klare Wegmarken, die wir setzen für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen setzen. Und in einem wichtigen Bereich setzen wir Akzente. Natürlich ist es nicht zufriedenstellend, wenn die Aufklärungsquote im Bereich der Wohnungseinbruchsdiebstähle bei rund 20% ist.
Aber Kollege Frömmrich hat es ja deutlich gemacht. Wir sind damit über dem Bundesdurchschnitt. Wir sind besser als viele andere Bundesländer, aber wir wollen noch besser werden. Wir machen dafür eine ganze Menge. Wir investieren in die polizeiliche Prävention. Wir haben die Programme Sicherheit für Senioren, Sicherheit im Internet. Und ich habe das Prognosesoftwareprogramm KLB operativ bereits erwähnt. Auch eine Innovation der hessischen Polizei, made in Hessen, worauf wir sehr stolz sind und auch sehr dankbar dafür. Wir bekämpfen. Wir bekämpfen die überregionale Kriminalität, insbesondere auch auf den Autobahnen. Kollege Frömmrich hat es erwähnt. Die Polizeiautobahnstationen sind mit entsprechenden mobilen Fahndungseinheiten ausgerüstet. Er hat den Kollegen Jupp Simon erwähnt und viele andere Zivilfahnder, die auf Hessens Autobahnen dafür sorgen, dass überregionale Wohnungsanbrecher auch aufgespürt werden, der Kontrolldruck erhöht wird und wir dafür sorgen, dass die Zivilstreifen in Hessen auch erfolgreich arbeiten können und dafür ihre technische Ausstattung haben. Meine Damen und Herren, Sicherheit fängt zu Hause an, im Kleinen, direkt vor der Haustür, im Eigenheim. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das bundesweit einmalige Programm Kompass, nämlich das Kommunalprogramm Sicherheitssiegel, auch intensiv bewerben. Derzeit wird es exemplarisch in Modellkommunen durchgeführt. Aber wir wollen dieses passgenaue Sicherheitskonzept auch ausweiten auf andere Kommunen, damit die Sicherheitspartner, und da sprechen wir von vernetzter Sicherheit, nämlich Kommune, Polizei und Bürger und weitere gesellschaftliche Akteure, gemeinsam erarbeiten, wie sie die Sicherheit vor Ort verbessern können. Und es ist mir immer noch ein Rätsel, wieso man in Bebauungspläne den Grundwasserpegelstand als Hinweis gibt und auch vorschreibt den Bauherren, wie sie ihre Ziegelfarbe auszuwählen haben und welches heimische Gehölz sie pflanzen müssen, aber dass man nicht die Hinweise in Bebauungspläne aufnimmt als Hinweis, wie man sein Eigenheim richtig sichert, wie man Fenster und Türen sicher machen kann. Das könnte man in die Bauordnung als Hinweis sicherlich aufnehmen. Das wäre ein Beitrag für mehr Sicherheit direkt vor Ort, meine Damen und Herren. Und auch wenn es manchen hier im Hause nicht passt, es ist ein Beitrag für kommunale Sicherheit, dass wir seit dem Jahr 2000 den Freiwilligen Polizeidienst eingeführt haben. Das ist ein kleiner und bescheidener Beitrag für mehr Sicherheit vor Ort. Und auch das von Ihnen überhaupt nicht zur Kenntnis genommene Projekt Schutzmann vor Ort ist ein Erfolgsprojekt. Es geht darum, dass eine Person für Kommunen zuständig ist, Präventionsprogramme vorstellt und im Straßenbild präsent ist. Und wir werden in unseren Bemühungen zur Stärkung des ländlichen Raums dieses Programm Schutzmann vor Ort um weitere 30 Stellen ausbauen. Das ist auch ein Beitrag für mehr kommunale Sicherheit, meine Damen und Herren. Und der letzte Gedanke, warum die Polizei hier in Hessen so herausragend arbeiten kann, ist die klare Rechtsgrundlage, meine Damen und Herren. Wir haben ein Polizeigesetz, um das uns viele andere Polizeien in anderen Ländern beneiden. Ich will nur zwei Dinge herausgreifen. Wir haben klare Rechtsgrundlagen für die Videoüberwachung. Wir haben schon seit Jahren, andere diskutieren noch darüber, wir haben seit dem Jahr 2000 im HSOG die Schleierfahndung, die verdachtsunabhängigen Kontrollen fest verankert. Und nur ein Beispiel, die Zahl von 2016. Da gab es 121.000 Kontrollen. Und in der Folge dieser Kontrollen von Personen und Fahrzeugen gab es 14.000 Ermittlungsverfahren, die wir aufgrund dieses Instrumentariums einleiten konnten. Das ist doch ein Erfolg, meine Damen und Herren. Und es kommt mir nicht in den Kopf rein, warum andere Bundesländer dieses wirksame Instrument nicht anwenden. Wir brauchen keinen Flickenteppich. Wir brauchen bundeseinheitlich dieses wirksame Instrument zur Kriminalitätsbekämpfung bundesweit, meine Damen und Herren. Und wenn wir uns als Christdemokraten dafür stark machen, dass wir mehr Videosicherheitstechnik wollen, dann muss man mal die Realität ins Auge schauen. Wir wollen doch ein Stück weit dafür sorgen, dass die Kommunen im Bedarfsfall an den Orten und Plätzen, die sie für überwachungswürdig erachten, Hilfsmittel und Fördermittel bekommen, um das auszubauen. Und jetzt schauen wir uns mal an, worum es geht eigentlich. Wir haben derzeit 2017 in 17 Städten 21 Anlagen mit insgesamt 147 Kameras im Betrieb. Angesichts dieser Zahlen kann man doch wahrlich nicht von einem Überwachungsstaat sprechen. Und es ist gut und richtig, dass wir in diesem Bereich weiter investieren und die öffentliche Sicherheit stärken, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, man könnte noch viele Bereiche erwähnen, warum es in Hessen Stück für Stück, Tag für Tag sicherer wird. Ein Bereich, den die Redner bisher nur gestreift haben, ist das Deliktsfeld Internetkriminalität. Wenn immer mehr Menschen mittlerweile im Internet einkaufen als in den realen Geschäften, dann passieren auch zunehmend Deliktsfälle in der virtuellen Welt. Und auch hier dulden wir keine rechtsfreien Räume.
und werden mit dem Hessen Cyberkompetenzzentrum eine eigene Einheit aufbauen. Da stehen über 5 Millionen € in den nächsten Jahren jeweils bereit, um 30 neue Stellen zu schaffen, damit wir hier Cyberangriffe, IT-Technik schützen können, aber auch eine mobile Cyberfeuerwehr einrichten können, um die entsprechende Optimierung von Auswert- und Analysefähigkeit bei der Cyberkriminalitätsbekämpfung in Hessen zu stärken. Wir sind modern aufgestellt. Wir haben eine gut motivierte Polizei, herausragende Rahmenbedingungen. Denn nur dadurch und damit sind die guten Ergebnisse zu begründen und zu erklären. Denn gute, erfolgreiche Arbeit fällt nicht vom Himmel. Die muss hart erarbeitet werden, vor Ort von den Beamtinnen und Beamten. Aber auch sie brauchen die richtigen Instrumente dafür. Und mein letzter Gedanke. Natürlich müssen wir die Balance wahren zwischen Sicherheit und Freiheit. Aber ich sage Ihnen ganz klar, jeder Mensch hat ein Recht auf Sicherheit, denn nur dann kann er seine Freiheit ausleben. Nur wer sicher ist, kann in Freiheit leben und den Wohlstand genießen. Und in Zeiten dieser großen Herausforderung, mein letzter Satz, tun wir alles Menschenmögliche dafür, dass Hessen ein starker Staat ist und bleibt. Und die CDU sorgt dafür, dass wir mit unserer Politik von Maß und Mitte einen wichtigen Beitrag leisten dafür, dass Hessen auch in den nächsten Jahren mit Sicherheit bei uns in den richtigen Händen ist. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Wir legen keine Wortmeldungen mehr vor. Damit ist auch diese Regierungserklärung besprochen. Der Dringliche Antrag der Fraktion der SPD wird in den Innenausschuss verwiesen, wie es die Geschäftsordnung vorsieht. Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.